Hallo Leute, schön, dass ihr wieder zuseht. DHL war da. Nein, das ist keine Sendung aus Holland. Ja, ich mache da mal ein bisschen größer. Viele werden die Verpackungen schon kennen. Ja, wir haben es auch getan. Wir haben auch mal was bei Temu bestellt. Oh, komm. Dann erzähl doch mal. Ja, neue Plattform aus China. Ähnlich wie AliExpress. Aber orange. Genau. Haben momentan gratis versandt und Lieferversprechen, innerhalb so und so vielen Tagen ist es da. Ist ja sogar 3 Tage früher da gewesen. Ist okay. Boah, da sind schöne Sachen drin. Ja klar. Wir haben keine Klemmbausteine drin. Sind alles Sachen. Ist das Kuchen? Rundum. Lundelung. Was uns so interessiert hat. Ist. Hier ist leer. So, dann wollen wir mal schauen. Modell M1. Praktisch. Das ist ja mal eine Information. Tja, zur Not muss es aufmachen. Ein USB Hub 7 Port. Genau. Hier haben wir den Millennium Falcon. Als Schlüsselanhänger. Mit Kapselheber. Damit kannst du auch eine Flasche aufmachen. Genau. So, damit kann man auch Flaschen aufmachen oder auch größere Gefäße, Deckel aufschrauben. Auch ganz praktisch. Und dann haben wir hier mal ein ganz großes Schwert gekauft. Ja. Excalibur. 12 cm, hm? Ein Bithänder, muss mit 2 Händen tragen. Was haben wir hier Feines? Das sieht aus wie ein Handyhalter. Das ist aber ein mit Scheide dabei, ja. Ja, habe ich das nicht gesagt? Nein. Da ist auch noch eine Kette dran, kannst du ja irgendwo dranhängen. Genau. So, dann haben wir hier sowas Ähnliches wie ein Handyhalter. Genau, ein Handy- und Tablet-Halter. Wollte ich mal ausprobieren. Dann haben wir hier was ganz Feines. Das sieht aus, als würde das irgendwo vor einem Smartphone kommen oder so. Genau. Ja, was ist das? Das darfst du mal vorführen. Silber 8A. Ich mache hier erstmal. So, dann haben wir hier für die moderne Küche ein Hackbeil. Riesengroß. Jawohl. Für kleine Schnitzel. Dann essen die Leute nicht so viel. Für ein Oximeter, was man an Finger machen kann. Ja, damit man weiß, ob man noch unter Strom steht. Hat 1,50 € gekostet, haben wir gesagt, probieren wir aus. Und falls wir mal wieder auf Kriegsfahrt sind, haben wir hier einen Klappstuhl, den ich mal ausgraben. So, und hier ist wieder mal Beleuchtung mit Fernbedienung, USB-Anschluss. Ja. Das ist der zweite USB-Port, den ich hier habe. Nochmal habe ich nämlich nur 2 Stück bestellt. Sehr gut. Ja. Okay. Na gut. Ich räume mal ein bisschen weg. Und das hier für die moderne Gartenarbeit. Kaffeelöffel in Form einer Schaufel. Ja. Wollte ich unbedingt haben, hat mir gefallen. So, das war das erste Päckchen. Es gibt ja ein richtig langes Haul, das Ding hier. Ja. So, bitteschön. Und weil es so schön ist, haben wir uns gedacht, schlagen wir nochmal zu. So, dann machen wir hier irgendwo auf, wo viel Luft drin ist. Oh, den Kaffee, das ist ein Deko, habe ich das Gefühl. Von der Verarbeitung her ist ein Kaffeelöffel eher Deko. Ja, gut, aber ich finde es schön. Das ist eine geniale Idee.
Ich finde es lustig. Man muss auch mal was kaufen, was nur Deko ist. Ja. Spaßeshalber. Ich könnte mal sagen, ob das passt. Passt. Kann man sich einen Kaffee reinschaufeln. Ja, hat er Zucker dazu nehmen. Und da hat er WLAN-Kabel bestellt, aber die kleine Sorte hier so, die 10 cm. Anschlussstücke. Anschlussstücke? Noch mehr Anschlussstücke. Ah, klasse. Endlich wieder im Bank. Und Plastik hat er bestellt. Das ist wahrscheinlich für den Rückversand. Nochmal eine Temo-Hülle. Deswegen heißt Temu. Ja, kümmere dich da mal drum. Wir sind ja so ein bisschen Schottland verrückt. Ja. Plastik. Und da braucht man natürlich einen anständigen Engels. Ach, Gott sei Dank. Die Beleuchtung ist da. Ja. Die ich habe. Cool aus. Mikrofon zum Drohbarbe. Ja. So, hier jede Menge. Kleine Kabel mit LEDs dran. Nichts LED. SMD. SMD, ja, SMD-Leuchten. Und dann natürlich zwei hochwertige Schilde. Ja. So, und jetzt kommt der Hammer. Lichtschwerter. Genau. Zwei verschiedene Versionen. Das ist so die günstigere Version. Das ist die etwas teurere. Werden wir euch alles im Einzelnen noch vorführen. Ja, das ist definitiv etwas. Das werden wir. Ja. So, das war die das Haul von der neuen Plattform. Ja? Genau. Damit sind wir durch. Ihr habt gesehen, was das werden wir brauchen. Connor macht dich auf einiges gefasst. Genau. Da werde ich ein schönes Video drehen. Und wie ich etwas beleuchte. Ausschließlich für dich. So. Die anderen dürfen natürlich auch was lernen. Selbstverständlich. Zusehen und auch lernen. Ist kein Problem. Aber hauptsächlich mache ich es für den Connor. Und für mich. Genau. Damit es leuchtet. Okay, schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, das war's dann für heute, ne? Genau. Wir verabschieden uns mit... Jetzt habe ich einen Schnupfen. Sag dich doch. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Tschüss.